Servus liebe Freunde und hallo zurück zu Far Cry 3 Blood Dragon. Wir sind mitten in der Mission und die machen wir fertig. Wir müssen einen Damm sprengen. Ja, ja, die Terror 4000. Was auch immer. Ist das die Terror 4000? Geil. Oh, Baby, wo bist du bisher nur gewesen? Was? Na, ich dachte schon, da war nämlich so ein Diamant gerade und ich habe mich gefragt, hä, was, wieso müssen wir plötzlich dahin? Schauen wir mal, wo wir richtig sind. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz auf den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen. Na, ich weiß schon. Aber da brauchen wir erstmal irgendwo einen Drachen in der Nähe. Und wann wirft er eigentlich ein Herz? Und wann so ein... Achtung! Eine neue Lieferung hochexplosiver roter Messer ist eingetroffen. Wir bitten darum, dass das Personal in der Nähe hochexplosiver roter Messer... Und wann so ein Münzchen? Wisst ihr, was ich meine? Weil es hat eben ja dieses Köder-Dingens da mit Münze und so. Ah, guck mal, Dino. Sehr schön. Und dass der mit dieser Minigun nicht mal gegen die ankommt, da, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ja gut, wir haben einen getötet. Einen. Das ist natürlich recht lächerlich. Mal ein neues Herzchen. Na, Gott, stirb bitte. Die sterben hier einfach nicht. Mann. Oh Gott, komm mal. Gott. Wow. Wow, wow, wow. Können wir uns nicht irgendwie hier... Naja, wir kommen an diesen Vorsprung nicht vorbei, wahrscheinlich. So, der hat Spaß mit dem Dino. Dann schauen wir mal, ob wir hier... Sehr gut. Genau das. So, noch ein Stückchen weiter. Oh! Was für der Heli da? Verdammt. Wow. Wow, 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 bitte, bitte, was? So, wo ist es? Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Ah, fuck, 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 fuck. Wo ist denn diese schöne? Mal kriegen wir den damit erledigt? Ich meine, wenn ich damit, womit denn sonst? So, wir sind halt trotzdem ziemlich im Arsch irgendwie. Das passt mir gar nicht. Naja, komm, einmal heilen geht noch. Davon ist eigentlich auch ein Automat. Vielleicht können wir den... Oder? Nee, das scheint unter uns zu sein. Ja, das ist der unten. Das kriegen wir schon hin. Oh nee, die verdammte Scheiße. Gar nicht gut. So, können wir jetzt den Dino erledigen einfach mal. Oh, wow, 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 fuck, was? 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 War das jetzt irgendwie so ein... Oh, Gott sei Dank. Nein. Ich möchte nicht die Waffe wechseln, ich möchte zum Automaten. Wir kaufen jetzt nämlich ein bisschen Consumables, nämlich die Geschichten da zum Heilen. So, voll. Wir können also maximal 3 dabei haben.
Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die Safe Points in diesem Spiel eigentlich ziemlich kacke sind. So. Der Weg war auf jeden Fall irgendwie ziemlich richtig, finde ich. So. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz auf den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen. Ja, wissen wir. Na los. Das ist ja gleich der Drache davor erledigt, kann das sein eigentlich? Wenn man so überlegt. Ich habe die ganze Zeit nicht gesprochen, ne? Konzentriere mich nämlich, ich habe echt Probleme da mit dem Aim und so irgendwie. Aber das merkt ihr ja so auch. Muss ich euch nicht sagen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Irgendwie denke ich mal. Fuck. Dass ich genau richtig ziele und dann treffe ich aber die Leute nicht. Beziehungsweise sterben die ja nicht so, wie ich mir das wünsche. So treffmäßig. Obwohl es jetzt gerade recht gut lief. Die Waffe verzieht auch unfassbar. Okay, wir sind jetzt die Letzten, ne? Fuck. Das ist das Ding, das uns tötet. Ach du Scheiße, Mann. Ich meine, der macht hier so ein kleines, seine Blitzgeschichte und schon Ende. Das ist total fies. Können wir den vielleicht irgendwie dahin machen oder so? Das ist ja total gut. Ja, jetzt wird er schon gelb. Sind also noch, ja klar, der Heli. Verdammt. Boah, kommen wir da mit dem Auto an dem vorbei irgendwie? Puh, ach, der Dragon, da ist immer, wie viel Energie der noch hat, merke ich gerade. Oh oh, oh oh, das ist glaube ich gar nicht gut gerade. Scheiße! Fuck. Damn it. So, also kaufen wir uns wieder die Medizin. So, 3, das müsste voll sein. Dann nehmen wir uns diese Knarre mit. Gar nicht so einfach. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz auf den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen. So. Und noch ein Herzchen, komm. Hier, Junge. Schatzi. Dass der, ne, dass die nicht gleich sterben mit dieser Knarre, müssten die sofort hinüber sein. Schlafen kann ich, wenn alle tot sind. Vor allem treffen wir die ja. Wäre was anderes, wenn wir die nicht treffen würden. So, komm. Jetzt mal aber. Wir müssen gucken, dass wir da hinkommen. Wir müssen doch in die Richtung, ne? Jetzt ist aber der Diamant irgendwie nicht mehr da. Da war davor eigentlich immer der Diamant, der da vorne geleuchtet hat. Sehen wir den jetzt? Den sehen wir jetzt gar nicht. Hm. Woher wissen wir, dass wir jetzt richtig sind? Ist auf einmal der Diamant weg. Komm. Nee, machen wir so. Zack. So, bitte dahin. Dino. Oh, sehr gut. War vielleicht doch nicht so gut, Mann. Schnell vorbei, vielleicht ist das gut, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es gut.
So. Puh. Ja, das ist gut. Und da ist auch gleich schon der nächste Diamant. Voll gut. So. Puh, Gott sei Dank. Was? Was? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh nein, Mann. Seid nicht so ein Assi-Spiel. Gott. Puh. Ach, scheiße. Da kommt er jetzt auf einmal hierher, ey. So, komm, Herz raus. Arschloch. Nein. Nein. Oh. Ah, schnell Knöpfchen. Missionsziel erreicht. Sind Sie Sergeant Rex Cole? Ja. Dr. Darling sagte, Sie wären sowas wie ein Held. Nein. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein einfacher US Military Mark IV Cyber Commando. Alles klärchen. Bahnen Sie mir einen Weg zum Reaktor, damit ich ihn runterfahren kann. Ich bin kein Cybersoldat. Okay. Okay. Und dann gehen Sloan die Lichter aus. Alles kein Problem. Mission Ziel, den Ingenieur beschützen. Oh, wir haben ja noch volle Medizin. Oh Gott. Oh Gott, na, lauf doch nicht vor, Mann. Das wird ja eine lustige Kiste. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Was? Wo ist denn der jetzt hin? Was? Wo ist denn der jetzt hin? Oh Gott, wie sollen wir den beschützen, wenn wir nicht wissen, wo der ist? Der müsste doch eigentlich laut Karte. Ach, da ist er auch tatsächlich. Ah, ich verstehe. Na, schauen wir mal, ob wir den mit Nahkampf kriegen. So, tut mir sehr leid. Ah, okay, die sind oben. Bringt uns. Ach du Scheiße, nicht schon wieder so ein Feuerassi. Verdammt. Ach, da ist er. Scheiße, Mann. Nein, 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 nicht. Nein, andere Knarre. Was? Wie haben wir zweimal? Scheiße. Scheiße, Mann. Wissenschaftler, ach du Scheiße, Gott sei Dank ist der Wissenschaftler ein bisschen schlau und versteckt sich vor den Feinden. Komm, 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 bleib noch ein bisschen da. Wir holen jetzt noch ein paar Herzchen, wenn wir schon noch brauchen. So. Hey, das hat einmal ein Headshot gleich funktioniert. So, komm, zwei noch. Die sind irgendwo oben. Die müssen irgendwo oben sein, einfach. Sehr gut. Und einer noch. Cool. Du hast viele meiner Soldaten getötet, Rex. Guter Junge. Warum beschützen Sie die Männer nicht, die unter Ihrem Befehl stehen, Sloan? Nur die Starken können sich selbst schützen. Das habe ich im Krieg gelernt. Zum Sieg hat es bei uns nicht gereicht. Wir haben Kanada zu einer nuklearen Einöde gemacht. Das war lange nicht genug. Aber mein Sohn, das wird sich bald ändern. Das verspreche ich dir. Bleib da, Wissenschaftler. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Ja, bitte. Achtung! Säuberung von mutagenen Biotoxinen auf Unterebene 3. Säuberung auf Unterebene 3. Tschüss.
sie halt auch nicht gleich sterben. Auch Wissenschaftler echt nicht jetzt. Echt nicht gut, Mann. Na? Oh nein, nicht der. Ah, fuck. Oh, Wissenschaftler echt nicht, Mann. Oh, dieser Assi. Ich hätte gegen den gerne irgendein schlaues Mittel. Ich meine, wenn die Granaten nicht mal helfen, jetzt sind wir gleich hinüber, Mann. Ist da unser Tod. Ah, direkt beim Heilen. Verdammt. Oh, fuck. Gegen den hätten sie uns mal einen Tipp geben sollen. Gegen den hätten wir echt einen Tipp gebraucht. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Aber warte wirklich diesmal hier. Nicht vorlaufen wie davor. Ah, komm. So. Nahkampfangriff ist auf. Nein. Ach, der ist irgendwie. Aus irgendeinem Grund ist der jetzt. Ach, bitte. Oh nein, bitte. Scheiße. Scheiße, nein, warum? Halt dich. Gott. Das soll doch mal einer verstehen, warum der jetzt auf einmal. Der jetzt gerade nämlich gar nicht reagiert. So, ich wollte eigentlich einen Nahkampfangriff machen und so. Und den einen Feuertypen hat es irgendwie zerrissen. Ach, Wissenschaftler, echt nicht. Oh, Wissenschaftler, echt nicht, Mann. So, die sind jetzt unten oder noch weiter oben oder so. Unten. So. Hier noch zwei. Ah ja, alles klar. Und einer noch. Irgendwo. Na, wo bist du, Kleiner? Hinter uns. Da kommt ihr auch die Treppe hoch. Sauber. Komm. Sieh eine an. Immer noch am Leben. Wissen Sie was, Sloan? Ihre Omega-Force ist nur ein Omega-Furz. Fracture werden auch Sie, wir hier Furz. Oder wer Cybergott ist. Ja, der Omega-Furz. Ja. Verrate mir eins, Rex. Seit sie dich mit meinem Kampfprogramm gefüttert haben, klingt deine kleine Stimme in deinem Kopf nach dir? Oder klingt sie nach mir? Was faseln Sie da, Sloan? Na, vielleicht steckt mehr von mir in dir als von dir selbst. Oder es macht dir Angst, dass ich dir keinen Grund zum Töten gab, sondern nur eine Ausrede. Jetzt hab ich's. Das ist die Brücke zum freigelegten Reaktorkern. Mhm. So, mach mal. Kommen Sie! Sie sind beim Kühlwassersee. Schick die Cyberhaie. Oh nein, Cyberhaie etwa mit Lasern auf dem Kopf? Ich werde die Kontrollmechanismen überbrücken und lass das Baby überhitzen. Dann gehen Sloan die Lichter aus. Das haben Sie schon mal gesagt. Licht aus. Hm. Für immer. Okay. Wir sind fast da, Sergeant. Starke elektromagnetische Impulse. Oh, Kacke. Ja, aber wir müssen hier sein. Irgendwie. Okay, das haben wir. Die haben mich ausgesperrt. Sie müssen die Notfallüberbrückung des Schilds jetzt unter Wasser überbrücken. Aber denken Sie an die Cyberhaie da unten. Unter Wasser Nebenanschluss deaktivieren. Denieren. Fundieren. Massieren zum Öffnen der Sicherheitssysteme. Na klar, Unterwasserhaie. Ach Gott.
Na, dann nehmen wir erstmal den hier. Ach, wie schön, wir können ja auch gar nicht schießen jetzt. Scheiße. Oh, fuck. Was ist denn dann unser Deal? Deaktiviert. Geben Sie dem Nächsten einen Kuss. Kuss, Kuss. Oh Gott, hi, Mann. Oh, wir brauchen jetzt Tipps, Oh Gott, hey, hi, Mann. Mission beendet. Zurück zum Ingenieur, zum Händchen halten und frohlocken. Ach so, echt? Warum sage ich das? Gut gemacht. Jetzt muss ich mich nur ins System hacken und den Reaktorkern freilegen. Ja, bitte. Bitte nicht in der braunen Zone parken. Okay. Niemals. Ich öffne jetzt die Reaktorschilde. Die dürfen mich nicht töten, okay? Okay. Oh Mann. Warum können wir nicht die Medizin einsammeln, verdammt? Weil wir doch gar nicht gesund sind. Das funktioniert in dem Spiel nicht so gut. Ja, mit Interagieren und so ist nicht immer gut. So, na, komm mal her. Sehr gut. Ja, das würden die anderen Wachen nicht schon genug streuen, Mann. Oh Gott. Na, versuchen wir mal das mit der hier. Da hängt nämlich hinter uns nochmal so eine an der Wand. Oh, Wissenschaftler. Warum rennst du denn da raus? Kommt runter und kämpft, ihr rostigen Spucknäpfe. Raus, oder? Oh, super. Na, ist er tot? Gott sei Dank. Retten Sie mich! Hilfe! Sie haben ein paar Cyber-Soldaten übersehen. Bleibt er nur schön geduckt, Professor. Was für ein Chaos. So. Na? Sehr gut, Sergeant, aber er überhitzt nicht. Sie müssen den Reaktor schlagen. Wie, schlagen? Schlagen Sie den Nuklearreaktor. Na gut. Also, was steht da? E? Okay. Benji, nein! Doc, ich hab's geschafft. Aber Benji nicht. Oh. Benji war ein guter Mann. Nein, Doc. Er war ein echter amerikanischer Held. Oh Gott, ey. Ihr erinnertes Personal daran, nach Benutzung der Truppe die Büste zu waschen. Jeder Aufgabe gewachsen. Ich weiß nicht. In The Bishop of Battle bin ich so gut wie unbesiegbar. Doc. Oh, Basic Repair. Okay, wir sind Level 7. Das heißt hier, wir haben mehr Gesundheit. Wir können uns besser reparieren. Gesundheit. Ah, Level 7 haben wir erst. Okay. Sie spielen Computerspiele? Aber ja, Rex. Videospiele sind ein anerkannter Bewältigungsmechanismus. Wie jedes Hobby.
Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich, jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel. Hey, wow, Doc. Nein, Rex. Pimmel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Eine Abkürzung. Aber ich schätze, das hier ist kein Spiel mehr, oder? Oh nein. Oh nein, Darling. So, liebe Freunde, wir beamen uns mal zurück. Hier, mal ganz schön. Na, das ist doch hier richtig. Zack. Ja. Da sind wir doch jetzt gerade richtig unterwegs, oder? Ja, sehr gut. Wir machen hier nämlich Schluss. Die Folge ist extrem lang und wir haben endlich unsere Mission bewältigt. Yeah. Und es geht in der nächsten Folge weiter. Mit der nächsten Mission. Und zum Morgen. Tschüss, ciao und servus, liebe Freunde.